Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wir sind hier. Ups, jetzt hat's geruckelt. Wir sind hier immer noch auf dem Dschungelbaum in den Kronen der Welt. Wo waren wir? Jetzt muss ich nur gerade überlegen, von wo wir hier auf dem Dschungelbaum kommen. Weil ich finde den Stamm gerade nicht. Nein, ach komm. Oh, warte, jetzt funktionieren die Tasten gerade wieder nicht richtig. Ich habe hier manchmal so Tastenbugs. Kann doch nicht wahr sein, oder? Hier. Nein. Zum Leben was? Oder waren wir auf einem ganz anderen Dschungelbaum eigentlich? Ach, hier waren wir. Okay, gut. Dann holzen wir auch hier weiter ab. Und wir gehen jetzt von oben wieder nach unten. Das heißt, aber jetzt ist wieder Vorsicht geboten, dass wir hier nicht gleich zu Bode und zu Tode stürzen. Weil es ist ja doch ziemlich hoch hier oben. Und ich möchte nicht unbedingt meine 21 Level verlieren, weil ich verzauber ja regelmäßig auch was. Und okay. So. Und da will ich halt nicht alle erfarmten Frosch im Hals, alle erfarmten Level in einen Tod ausgeben oder so. Ach komm. Ich habe jetzt letztens mit meinem Bruder, ja, ich habe einen Bruder, habe ich letztens mit ihm eine neue Welt angefangen, wo wir zusammen zocken. Da werde ich vielleicht auch manchmal aufnehmen. Und vielleicht werde ich die Welt auch als Welt nehmen, wo ich dann meinen Singleplayer-P starte. Wenn ihr das so wollt, dass ich eine einzelne Welt dafür nehme, eine neue. Weil die ist fast noch nicht gebaut. Da haben wir erst eine Stunde gezockt jetzt in der Welt. Und das dauert noch was, bis sie voll ist. Also da... Wenn das für euch okay wäre, würde ich da auch weitermachen gerne. Ja, und wie gesagt, die erste Folge ist immer noch nicht online, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Oder besser gesagt, weil ich noch nicht die Mittel dafür hatte. Komm, nehmen wir mal mit. Ja, wir haben Platz. Und... Ich habe mir jetzt letztens erst einen YouTube-Kanal erstellt. Und ab jetzt fange ich halt auch an, Videos hochzuladen. Ich werde es wahrscheinlich am Anfang so machen, dass ein, zwei oder zwei Videos pro Woche kommen. Und mit der Zeit wird sich das dann immer mehr festlegen. Ups. Ich habe ja immer wieder diese Ruckler. So nenne ich sie zumindest. Und da muss ich dann halt immer kurz irgendwo stehen bleiben oder ich laufe langsamer und bin plötzlich viel weiter, als ich eigentlich war. Okay, hier muss ich mal runter. Einsammeln. Ich versuche ja auch möglichst hohe Auflösung aufzunehmen. Und das erfordert halt dann auch manchmal ein paar Ruckler. Aber es wird sich mit der Zeit alles noch verbessern. Den Baum holze ich ab. Ich muss ja hier jetzt auch die ganzen Bäume beseitigen aus der Schneise und so. Und ja. Die Projekte werden auch immer mehr und mehr. Und irgendwann kann ich dann keine mehr annehmen. Ich muss dann halt erstmal wieder eins fertig bauen und dann sage ich euch halt wieder, dass ihr mir neue Ideen in die Comments schreiben könnt. Aber ich versuche so schnell wie möglich hier an meinen Sachen zu bauen und fertig zu werden, aber ich baue nicht hoddelig. Also ich baue jetzt nicht so, sagen wir mal, unordentlich. Also ich will das schon ordentlich bauen und nicht mit Hektik oder so. Und ich lasse mich dann nicht von der Zeit beeinflussen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich 10 Minuten Parts mache. In den anderen Parts sind jetzt die Begrüßungen und Verabschiedungen mittendrin.
weil ich keine 15 Minuten Parts auf YouTube hochladen kann. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich sagen darf, weil ich würde schon gerne 15 Minuten Parts machen, sonst lohnt es sich ja eigentlich gar nicht. Und jetzt kann ich halt immer nur 10 Minuten machen. Also es dauert noch ein bisschen, bis dieses LP wirklich ausgereift ist. Aber es hat ja auch noch Zeit. Ich lebe ja auch noch ein bisschen länger. So, Erde wegklotzen. Und weiter geht's am Baum. Ich hoffe, ich lasse jetzt hier keine Sachen irgendwie oben fliegen. Ich gucke da immer nach, ob ich da noch was drin habe. Ja. Okay, dafür war ich gerade zu blind. Oh, scheiße, ich dachte gerade schon, ich falle jetzt runter. Auf den Dschungelbäumen, so Dschungelbaum abholzen, ist schon irgendwie so ein leichtes Abenteuer, weil da hat man ja immer das Risiko, gleich in die Tiefe zu stürzen und dann hört man nur noch Quack und tot. Und ja, deswegen ist Dschungelbaum abholzen, also so große, gefährlich, aber es macht schon Spaß, es hat schon Reiz, muss ich ehrlich sagen. Sonst würde ich das hier jetzt auch nicht machen. Also, okay, hier ist kein Ast drin. Also, ich holze schon gern Dschungelbäume ab. Früher habe ich gedacht, oh, Dschungelbäume sind cool, sind ja einfach abzuholzen. Mache ich mal und dann bin ich von meinem zweiten abgeholzten Dschungelbaum einfach runtergefallen und war tot. So. Dann habe ich ein bisschen rumgeheult, okay, nicht echt, aber habe halt gequengelt und habe es dann erstmal gelassen. Aber jetzt fange ich halt wieder damit an, weil ich schon lustig finde. Jump! So ein bisschen Jump and Run. Skill habe ich ja schon, nicht so wie ich es in dem Part mit dem Hafen bewiesen habe. Da habe ich ein bisschen mehr. Da bin ich ja ziemlich blöd da gestanden eigentlich schon, würde ich sagen, weil ich ja ziemlich schlecht an meinem Hafen entlang gesprungen bin. Da wollte ich ja oben eins höher bauen und dann bin ich bei diesem einen Sprung zweimal einfach runtergefallen, weil es so richtig noobig war. So. Achso, ich dachte schon, der hätte das nicht eingesammelt, war wieder so ein Lag. Auf der Mauer liegt bestimmt was. Mein Gott, ruckelt das gerade. Vielleicht werde ich mit der Zeit auch die Quali noch ein bisschen runterstellen. Also nicht die Qualifikation, sondern die Qualität. Oh, das ist schon genug Dschungelholz wieder. Ja. Wenn euch irgendein Projekt stört, an dem ich gerade baue, dann müsst ihr mir das bitte auch sagen, weil dann wechsle ich zwischendurch mal das Projekt. Weil ich habe mir vorgenommen, jetzt immer mal wieder stur an einem bestimmten Projekt zu arbeiten. Und ich werde dann auch mal anfangen, dass ihr abstimmen könnt, an welchem Projekt ich jetzt arbeiten soll als nächstes. Oder ob ich mal das Projekt tauschen werde. Halt wie ihr wollt. Ich will das halt auch nach eurem Gedanken gestalten, wie ich schon mal gesagt habe. Ups. Eigentlich hätte ich meine Effizienzaxt wiederholen können. Naja, egal. Und wenn ich mir was enchante, werde ich mir jetzt als nächstes ein Diamantschwert auf Level 30 enchanten. Ich beug mich schon mal vor sozusagen, weil ich wette, dass ihr abstimmen werdet, dass ich Monster anschalten soll. Aber wenn nicht, dann irgendwann werde ich ganz sicher die Monster anschalten. Außer halt manchmal so im Baumodus, da schalte ich dann die Monster aus, damit ich in Frieden bauen kann, wenn ich so ein großes Projekt zu bauen habe. Weil wenn dann irgendwann wieder ein Creeper reinkommt und mir das ganze Zeug wieder in die Luft sprengt, was ich gerade gebaut habe, wäre auch ein bisschen nervig. Und auf die Dauer würde das dann auch euch stören, glaube ich. Weil wenn ich dann immer wieder die Löcher stopfen muss und immer wieder zum Lager laufen muss deswegen, dann wäre das, ja, unpraktisch und störend.
Und ich sehe gerade, die 10 Minuten sind schon wieder voll. Also verabschiede ich mich hier. Tschüss und bis im nächsten Part, Leute.